großen Applaus für Eva Kirschner aus Roter Erde. Es freut uns riesig, dass ihr da seid mit diesem wunderbaren Film. Wir haben ihn jetzt vorgezogen, weil ihr jetzt schon zum Zug müsst, zurück nach Schwanenstadt. Ja, könnt ihr mal erklären, wie es zu diesem tollen Projekt kam, das Rote Erde? Ich mache mal einleitende Worte. Wir haben in unserer Schule Talenteförderstunden zum Thema Filmproduktion und Filmschnitt. Und dieser Film ist im Rahmen dieser Talenteförderstunden entstanden. Und Eva, du hast gesagt, ich würde gerne einen Film machen und ich würde gerne diesen Film machen. Oder wie kamst du zu dem Thema? Ich beschäftige mich sehr mit Umwelt und Klimaschutz und so. Und dann haben wir gedacht, ich mag einmal einen Film machen und Menschen Augen öffnen, das, was in unserer Welt nicht mehr passt. Und dann bin ich auf den Film gekommen. Was dir total gelungen ist, sehr, sehr gut gelungen ist, mit deinem kurzen Film mich als Zuseherin in eine Problematik wieder komplett reinzuholen. Weil ich denke, dein Vorhaben, Leute aufzuwecken, zu sagen, hey, da ist etwas im Gange und da muss etwas passieren, das gelingt dir mit dieser klaren Geste ausgezeichnet. Ja. Sebastian? Ja, da würde ich mich anschließen. Ich denke, gerade Filme, die sich mit der Umweltthematik beschäftigen, wollen ein Weckruf sein, und das war der auf jeden Fall. Also ich finde, also mich hat es tatsächlich total kalt erwischt. Ich war richtig eingelullt irgendwie von diesen schönen Bildern in diesem Blumenfeld und auch von der Musik. Und das ist dann schon ein richtiger Schocker, wenn dann die Nachrichtenbilder reingeschnitten werden, dann auch zum ersten Mal irgendwie laute Geräusche irgendwie vorkommen in dem Film. Und fand das schon ziemlich effektiv. Das muss man auch in nicht mal 3 Minuten erstmal hinkriegen, da so ein fast körperliche Wirkung irgendwie zu erzielen im Kino. Ja, also ich bin auch sehr beeindruckt davon, wie du das gemacht hast. Es ist ein Wort, das für mich ganz zentral war, das ich mir sehr schnell aufgeschrieben habe, schon gefallen, nämlich das Wort poetisch. Und poetisch nehme ich auch ganz viele Ebenen. Also ich habe das Gefühl gehabt, dafür spielt sehr viel zusammen, gleich von Anfang an. Man hat, was ist in einem Film alles, in deinem Film nehme ich alles poetisch. Die Musik, die Art und Weise, wie sich die Kamera bewegt, das Motiv der Kornblumen, die Rolle, also die du da herumgehst und auch nicht sprichst mit Nothing to Say, das fand ich total super. Also eine stumme Rolle mit einem T-Shirt Nothing to Say, super. Und mir ist es genauso gegangen, das Einlullende war da ein bisschen drin. Es gibt ja auch so die Vorstellung, poetisch heißt irgendwie weltabgewandt. Das kann ja auch heißen, Nothing to Say, ich habe zum Zustand der Welt nichts zu sagen. Und dann kommt aber der Bruch und man merkt, du hast sehr wohl was zu sagen zum Zustand der Welt. Und du sagst es halt in einem Medium, das über Bilder funktioniert, du sagst es über Bilder und die Kombination von all dem. Also ich finde es auch wunderschön, dass hier dieser Stil ausgewählt wurde, weil da sieht man, wie ausdrucksstark du bist und dass du weißt, was du kommunizieren möchtest. Dem kann ich nur beipflichten. Also ich war sehr angetan von deiner Körpersprache. Die Hände, die schützen und gleichzeitig zerstören, also durch die Asche, die dann fällt, das war alles sehr stimmig und sehr ausgefeilt und hat mich sehr berührt. Vielen Dank. Danke an die Jury und einen großen Dank an euch. Ich hoffe, es geht sich noch aus, dass ihr den Zug nach Schwanenstadt erwischt. Und vielen Dank an dich. Es hat uns riesig gefreut, dass heute 2 Filme, also, die du initiiert hast, vorstellen können. Vielen Dank, Johannes. Ich hoffe, wir sehen mehr Filme von deiner Schule in Zukunft. Und einen ganz, ganz großen Dank und einen riesigen Applaus für die Eva Kirschner, für den Film Das Rote Erde. Wir freuen uns auf eure Arbeit bei euch. Die Eva ist eine langjährige Teilnehmerin der Talenteförderstunden Filmschnitt und Filmproduktion und hat im Rahmen dieser Talenteförderstunden einen Film kreiert, ausgedacht, das Drehbuch geschrieben, gefilmt, selbst geschauspielert, selbst geschnitten, selbst die Musik dazu getan. Und dann haben wir das gemeinsam bei einem Filmwettbewerb in Wien eingereicht. Das war ein bundesweiter Wettbewerb, das heißt Schüler bis 22 Jahren aus ganz Österreich können da Filme einreichen. Und das haben wir auch getan. Und vor ein paar Wochen waren wir in Wien. Dort ist der Film gezeigt worden in einem vollen Kinosaal und eine Expertenjury hat ihn bewertet. Und sie hat einen der 15 Hauptpreise gewonnen und
Das ist schon mal eine sehr gute Leistung. So, Eva. Was du genau gewonnen hast, das verrate ich später. Erstmal zum Film. Was sieht man denn beim Film? Also am Anfang geht das ein Mädel auf einer Blumenwiese spazieren und pflückt Blumen. Und dann denkt sie sich nichts Schlechtes und passt auf die Blumen auf und so. Und dann merkt sie aber, dass nicht immer alles so schön ist, wie man glaubt oder wie es scheint. Die Einschübe bestehen aus kurzen Sequenzen, aus Nachrichten rausgeschnitten. Und wenn man den Film zum ersten Mal sieht, kann es einen ein bisschen überraschen, dass das so schnell kommt. Aber so schnell kommen auch Gedanken, dass nicht immer alles immer toll ist auf der Welt. Dann kommen eben die schlimmen Sachen und dann wird sie bewusst. Und sie macht die Hände auf und statt Blumen kommt Asche raus. Und das wird das Schlechte bedeuten, dass das Schlechte sozusagen auch da ist. Was würdest du denn deinen Zuschauern des Filmes, was würdest du den Zuschauern zeigen in diesem Film? Ich wollte den Menschen den Augen öffnen, dass sie einmal schauen sollen, was da eigentlich gerade in unserer Welt abgeht. Das ist jetzt Krieg, Armut, Tierquälerei und einfach das Ganze. Und das wollte ich eben den Menschen zeigen, dass nicht immer alles gut ist. Ich nehme an, deswegen hast du auch den Titel so gewählt, wie du ihn gewählt hast. Wie lautet denn der Titel deines Films? Der Titel heißt Das Rot der Erde. Der heißt so, weil erstens sind die Blumen rot und zweitens, rot ist für mein Gefühl so einfach das alles Schlechte, die Zerstörung, das, der Krieg. Es kann aber für mich so Gefühle sein, so Liebe oder Wut und das habe ich auch mit dem verbunden, mit dem Schlechten. Sehr schön. Du hast in dem Film auch eine Kleidung an und die sagt auch was aus. Was steht denn da auf deiner Kleidung drauf und warum? Auf meinem Leib steht oben Nothing to Say. Das hat einen Grund. Das heißt nichts zu sagen auf deinem. Und ich habe das gehört, weil ich erstens in dem Video einfach nichts zu sagen habe und doch was zu sagen habe. Also ich rede nicht, aber man sieht es anhand durch die Bilder, was ich sagen will. Und nothing to say, weil oft Kinder in der Welt nicht so viel Mitspracherecht haben. Weil meistens sagen irgendwas die Erwachsenen und wir Kinder, Jugendliche müssen es einfach akzeptieren und können nicht mitreden. Und ich finde, das sollte so sein. Deine Trophäe zu überreichen in Form dieser Filmklappe. Die kannst du dir daheim wo aufhängen und dran denken, was du geschafft hast. Dann eine Urkunde und ein Erinnerungsfoto von dem Film. Bitte sehr. Und deinen Hauptpreis hast du schon erhalten. Das war eine Sony ZV-E20 Kamera im Wert von 850 Euro. Und wir hoffen, du machst noch weiter Filme und wir freuen uns schon, den nächsten hoffentlich dieses Jahr noch zu sehen.